Wegen der Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz hat die FPÖ gegen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler einen Misstrauensantrag angekündigt. Zunächst hatte FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst eine dringliche Anfrage an Gewessler gestellt. Kritik hagelte es dann von FPÖ-Chef Herbert Kickl auch für die ÖVP. Ich glaube, dass die aktuelle Debatte und vor allem auch die Vorgangsweise der Österreichischen Volkspartei beim Thema Renaturierungsattentat auf unsere Bauern und Konsumenten und was anderes ist es ja nicht, im wahrsten Sinne des Wortes ein schwarzes Outing ist in Sachen Rückgratlosigkeit und in Sachen Führungsschwäche. Gewessler beantwortete Fürsts gestellte Fragen betont ruhig. Das EU-Renaturierungsgesetz wird positive Auswirkungen auf unsere Natur und unsere wunderschöne Heimat und alle Menschen, die hier leben, haben. Eine Notwendigkeit der Abfederung besteht daher nicht. Und genau vor diesem Hintergrund habe ich diesem Naturschutzgesetz vergangenen Wochen rechtskonform zugestimmt mit einer qualifizierten Mehrheit der EU-Mitgliedsländer. Wir wollen konstruktiv und gemeinsam mit den Bundesländern, den Interessensvertretungen, den Stakeholdern einen guten Plan erarbeiten, mit dem wir unser schönes Land schützen. Inhaltlich kam Rückendeckung von der SPÖ. Seitens der NEOS wurde die Uneinigkeit der Regierung kritisiert. Die ÖVP arbeitete sich sowohl an der FPÖ als auch an Gewessler ab. Der Misstrauensantrag wurde nach einer Abstimmung abgelehnt. 28 Ja-Stimmen standen 143 Nein-Stimmen gegenüber. Das bedeutet, dass die Freiheitlichen mit ihrem Ansinnen alleine blieben.